In diesem Tutorial lernst du die wichtigsten Grundfunktionen von Tinkercad anhand eines Eierbechers kennen. Ich bin hier mit einem neuen Schüler-Account angemeldet, so wirst du begrüßt. Und gleich zu Beginn siehst du hier ein paar Einführungen, das ist recht praktisch. Unter Ressourcen Learning Center hat es übrigens noch viele mehr. Sie sind zwar auf Englisch, aber ich denke problemlos verständlich. Der Vorteil ist, du machst das immer gleich. Du hast jeweils auf der rechten Seite die Einführung und machst es gleich live nach. Ja, und ich lege nun los mit neu 3D-Entwurf. Erhalte ich die neue Arbeitsoberfläche. Auch hier werden mir jeweils Tipps eingeblendet, die haben aber nicht immer so eine Relevanz. Der Sockel dieses Eierbechers, der soll ein Kegel sein. Du siehst, du hast hier die üblichen geometrischen Grundformen, deutlich mehr Möglichkeiten hast du, wenn du hier das Menü aufklappen lässt. Packe also so einen Kegel und ziehe ihn einfach mitten in die Arbeitsfläche. Und wenn ich da an den Ecken ziehe, dann kann ich den noch verändern. Und hier kann ich natürlich dann schauen, dass er möglichst regelmäßig ist. Und du kannst aber die Größe auch hier noch numerisch eingeben. Ich mache den mal 36 mal 36. Damit du so das Verhältnis, das Größenverhältnis einigermaßen abschätzen kannst, kannst du hier das Objekt in allen Dimensionen drehen. Du kannst das Objekt auch noch verschieben. Ich verschiebe es mal etwas mehr in die Mitte und hier kannst du natürlich auch die Höhe noch ändern. Das Pfeilchen obendran, das brauche ich im Moment nicht, beziehungsweise ich mache es gleich wieder rückgängig. Das kannst du brauchen, um das Objekt quasi über die Fläche zu verschieben. Das heißt, jetzt schwebt es. Ist natürlich für den Druck nicht wirklich optimal. Also ich mache wieder einen Schritt retour. Der Behälter für das Ei, also der eigentliche Becher, der soll eine Halbkugel sein. Ziehe die ebenfalls auf die Oberfläche und wenn ich die Umschalttaste gedrückt halte, so wird diese Halbkugel proportional vergrößert. Wenn ich das nicht mache, dann wird sie nur in die Breite gezogen. Ich mache also nochmals rückwärts und ziehe das so weit, bis ich 44 habe für die Breite in beiden Dimensionen. 44 deshalb, weil ein Ei, ein kleines Ei, 41 groß ist offenbar, das habe ich nachgeschaut. Und den Innendurchmesser dieses Bechers, den mache ich dann 40, damit das Ei schön am Rand aufsitzt. Ja, und nun kann ich das da nach hinten schieben und du siehst, wie diese beiden Figuren da durchdrungen werden. Ich will natürlich dann, dass dieser Becher noch gekehrt ist. Vorher mache ich ihn noch etwas höher. So, und jetzt muss ich ihn auch noch drehen. Hier kann ich ihn um 180 Grad drehen. Das heißt, jetzt sitzt er genau tangential quasi auf der Grundplatte auf und in diesem Fall müsste ich ihn natürlich noch etwas in die Höhe heben. Ich ziehe ihn mal da drüben hin und ziehe ihn nach oben. Und damit nun das schön mittig ist, das wäre natürlich ein bisschen eine Bastelei, du siehst, es passt überhaupt nicht. Da gibt es einen einfachen Trick. Ich
überfahre mit der gedrückten Maustaste beide Objekte, jetzt sind beide ausgewählt und hier oben erscheint nun dieses Ausrichten-Symbol und hier habe ich diese Anfasser, also hier lasse ich ihn nach hinten in der Mitte ausrichten und hier in der horizontalen und jetzt sind diese beiden Objekte mittig ausgerichtet und jetzt kann ich sie zu einem Objekt zusammenfassen. Vielleicht gehe ich jetzt doch noch etwas nach unten, damit hier nicht so ein schmaler Rand entsteht. Wirkt jetzt noch etwas gedrungener. Also ich überfahre nochmals beide und jetzt wähle ich dieses Symbol hier, das heißt gruppieren. Und damit wird aus diesen beiden Objekten ein Objekt gemacht. Ich kann dem auch eine beliebige andere Farbe geben. Die Farbe hat nichts mit dem Druck zu tun, sondern ist mehr, um darzustellen, welche Objekte zusammengehören, eines sind. So, und zu guter Letzt brauche ich nun noch quasi diesen Hohlraum für das Ei. Und das ist wiederum eine Halbkugel. Diesmal halte ich wieder die Umschalttaste gedrückt, ziehe diesmal nach hinten, das soll 40 x 40 sein. Auch diese Figur, die drehe ich um 180 Grad. Und auch hier wieder möchte ich sie ausrichten. Und zwar wähle ich jetzt wieder beide aus, indem ich mit der Maustaste von außen her über alles hinwegfahre, damit alle Objekte ausgewählt sind. Und in diesem Fall wähle ich wieder das Ausrichten-Symbol. Und diesmal, da lasse ich das ein bisschen hochklappen, richte ich es oben aus. Jetzt springt es nach oben und dann hier mittig und hier mittig. Hat nicht ganz geklappt. So, jetzt hat es geklappt. Schauen wir das uns nochmals an. Du siehst hier, es schimmert so ein bisschen. Diese Figur hier drin, die wähle ich jetzt nochmals einzeln aus. Die ist jetzt immer noch ein festes Objekt. Und das soll jetzt aber quasi ein Loch werden. Und deshalb ändere ich hier die Eigenschaft, mit dieser gestreiften Fläche wird quasi das Objekt zur Bohrung. Du siehst, hier hat es schon zwei vorgegebene solche Ausbuchtungen. Wie du siehst, kann ich aber auch nachträglich jedes beliebige Objekt zu einer Bohrung machen. Wenn ich nun diese beiden Objekte gruppiere, so wird quasi diese Bohrung, wie sie es nennen, vom gesamten Objekt abgezogen. Schauen wir uns an, wie das ausschaut. Ich klicke also wieder auf Gruppieren. Braucht manchmal eine Weile und du siehst, wunderbar, geht es hier nun nach unten. Ja, und damit haben wir dieses Objekt eigentlich schon fertig. Das wäre jetzt eigentlich bereit zum Druck. Ja, und der letzte Schritt ist nun noch das Exportieren. Über diesen Befehl exportieren wähle ich ein Format. Ich wähle normalerweise das STL-Format und das wird jetzt ausgegeben. Ja, ich habe hier jetzt nicht so aufgepasst. Eierbecher, sie geben immer von sich aus irgendwelche originellen Namen. Da wäre natürlich. Und wenn ich es nochmals exportiere als STL, dann liegt der nachher im Download-Ordner und kann weiterverarbeitet werden. Diese STL-Datei müsste nun noch mit einem sogenannten Slicer aufbereitet werden, damit ein 3D-Drucker dieses Objekt schließlich ausgeben kann. Ja, das wäre also das erste Objekt und damit die allerwichtigsten Grundfunktionen von Tinkercad.